Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Und es ist dunkel, es ist 20.30 Uhr, höchste Zeit, schlafen zu gehen. Bis 6 Uhr haben wir gedöst, pünktlich zum Sonnenaufgang sind wir wach. Schön geht die Sonne auf über dieser Insel da. Und ich glaube, das ist ein Zeichen, das ist das Zeichen, dass wir diese Insel heute einnehmen sollten, oder? Möwe, sagst du auch, dass wir da mal hin sollten? Ja, ne? Diese Insel da soll es sein. Da waren wir, glaube ich, nämlich auch schon. Die wollten wir nämlich auch, glaube ich, schon mal einnehmen. Oder nicht? Also hier ist nichts. Eine Insel mit zwei Bergen war es auf jeden Fall. Das heißt, wir werden uns jetzt noch mal schnell kurz Essen und Trinken holen. Wasser voll, Essen voll sollten wir auch mal machen. Also wir haben noch Holzkohle. Was haben wir denn hier? Hier haben wir das, hier haben wir das. Wir sollten vielleicht erstmal den Kladderadatsch loswerden. Die Eimer können ja mit hier in dieser Kohlekiste. Das hier rein, dann hier Holz. Hier, ne, die Kiste nehmen wir heute mal mit, ne, die nicht. Die kann, können wir eigentlich nochmal kurz hier irgendwo hinsetzen. Vielleicht hier drunter. Können wir hier bei Zeiten nochmal aufräumen. So, die Kiste da drunter. Komponenten hier hin. Gummi hier. Glas hier. Was haben wir denn noch? Hier kann das hin. Das restliche Essen tun wir jetzt einfach auch mal hier unten rein. So, die Kartoffel können wir mal essen. Kohle packen wir zur Kohle. Dann schnappen wir uns hier nochmal ein bisschen was zu essen. Guck mal hier, drei gebratene Fleischs. Drink können wir auch mitnehmen. So, die brauchen wir nicht. Die zwei können wir mal mitnehmen, dann können wir auf dem Weg gleich noch tauchen. Das kann noch weg. Die Axt kann eigentlich auch noch weg. Das weg. Ne, die Axt können wir nicht behalten. So. Fernglas, ja, können wir mitnehmen. Das, das, das. Antibiotika, Lungenfunktionsbooster. Waffen. Was für Waffen haben wir denn? Wir haben... Wir könnten uns ja nochmal kurz eine extra Waffe für den Angriff machen, ne? Wobei wir nahkampftechnisch wahrscheinlich eh nichts brauchen. Verbesserten Speer. Ah, uns fehlt das Eisen, ne? Komm, das machen wir. Wir werden bestimmt mit Eisen zurückkommen und dann können wir uns bessere Waffen craften. Wir nehmen fürs Erste den Revolver. Den können wir mal hier lassen. Den Dreischuss- und den Einschussrevolver. Und dafür brauchen wir diese Munition. Den Panzer 15, 9. Ja, das ist, glaube ich, soweit alles in Ordnung. Alles ist repariert. Reparaturstation, die nehmen wir noch mit. Die nehmen wir noch mit. Und dann kann es auch schon losgehen. Können wir schon mal Waffen laden. Aber wir haben jetzt nichts mehr gegessen, aber wir haben noch was zu essen dabei. Hier ist auch leer, wunderbar. Dann fahren wir mal los. So, wo war denn das Sonnenaufgang? Das war hier hinten. Ne, ach so, nee, in die Richtung geguckt. Die Insel, da war es. Ja, genau. Die Insel mit zwei Bergen. Ja, wir müssen mal schauen, dass wir nach und nach hier die Inseln einnehmen, weil ich glaube, auf jeder Insel versteckt sich auch letztendlich vielleicht wieder eine neue Komponente oder, was weiß ich, eine neue Pflanze oder vielleicht auch mal storytechnisch irgendwas. Auf jeden Fall macht es ja auch Sinn, vielleicht mal auf einer anderen Insel sich eine kleine Minibase zu bauen. Ja, jetzt haben wir die Armbrust immer noch nicht gebaut, ne, und auch nicht mitgenommen. Aber ich glaube, die waren hier noch nicht so fortschrittlich. Wir haben Kräutermedizin. Verband haben wir nicht. Das hätten wir noch mitnehmen sollen. Aber es ist auch nicht so weit bis nach Hause. Wir probieren es. Probieren geht über Studieren. Aber ja, Verband wäre nicht schlecht für so einen Angriff nochmal mitzunehmen. Bezirk 43, den habe ich, glaube ich, ein bisschen gelootet, aber 62%. Zur Not können wir auf dem Rückweg noch was mitnehmen. Guck mal, da steht schon der Erste. Das Begrüßungskomitee steht schon bereit. Ich glaube, das war die Insel. Wobei, da hinten haben wir angehalten und haben uns das mal angeguckt. Ja, wir werden jetzt hier direkt mal in eine Offensive gehen. So. Zack, noch einmal ein bisschen umgedreht. Ja, es tut mir leid, Kollege. Du hast nur einen Speer. Ich weiß. Oh. Der schwimmt tatsächlich hierher. Ja, wir sind wahrscheinlich sogar schon ein bisschen OP für diese Gegner, ne?
kann unter Wasser nicht verwendet werden. Aber sieht ja auch nicht so schön aus, wie hier chillt, ne? Guck mal, da haben wir auch schon direkt was zu looten. Perfekt. Ich glaube, das werden wir jetzt hier relativ easy machen. Aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Die Insel ist nämlich schön, ne? Die hat was hier mit dem Lavendel, der kein Lavendel ist, aber so aussieht wie Lavendel. Guck mal, hier reichen nämlich noch zwei Schuss bei denen. Was ist denn das hier? Zitrone! Ah, siehste! Zitrone, geil. Da können wir uns ein schönes Lachsbrötchen mit Dillspitzen und ein bisschen Zitrussaft machen. Ach, da! Okay, doch, der ist ein bisschen besser bewaffnet. Uiuiui. So. Der war ein bisschen besser bewaffnet mit der Armbrust. Mal nochmal gucken. Ob es hier noch irgendwo Gefahren gibt, die lauern. Ist schön, die Insel, ne? Erdbeeren gibt es auch. Ich mag die Insel. Die ist wirklich schön, hier mit diesem kleinen Fußwässerchen hier durchzulaufen, sich die Zehenspitzen zu erfrischen. Hier ist auch nichts mehr. Gut, dann werden wir jetzt mal schauen. Hier ist sehr viel Holz. Das finde ich auch gut. Da werden wir jetzt mal schauen, was wir brauchen, um eine Fahne zu bauen. Wahrscheinlich Stoff und wahrscheinlich haben wir genau das nämlich nicht dabei, ne? Fahne. Oder müssen wir die erst noch erforschen? Oder war das hier bei Haus? Irgendwo war doch die Fahne. Grüne Tapete. Da, Fahne. Ja, Stoff und Holz, hätte man sich auch denken können. Aber vielleicht finden wir hier beim Looten noch ein bisschen Stoff. Weil ich weiß nicht, ob man das vielleicht macht. Irgendwer hat geschrieben, wir sollen auf jeden Fall Fahnen setzen, um die Inseln einzunehmen. Ich weiß nicht, ob das spieltechnisch auch was bringt, dass wir dann quasi die Insel einnehmen und hier keine Gegner mehr spawnen. Aber wir können ja erstmal hier den Wasserbereich hier looten. Hier war nix. Da unten ist ein Schiff. Komm, wir nehmen mal unsere Gasflasche mit. Lungenfunktionsbooster brauchen wir dann erstmal noch nicht, ne? Hui. Gehen wir mal hier runter. Mit ein bisschen Glück finden wir Stoff. Und Schnaps. Stoff. Und Schnaps. Ach ja. Die letzte Folge habe ich tatsächlich heute Morgen aufgenommen. Da war ich ein bisschen beim Sport. Ausgiebigst gefrühstückt mit Lachsbrötchen, mit Dill. Aber ich hatte keine Zitrone, ne? Weil ich war noch nicht auf dieser Insel. Leider keine Zitrone. Musste ich drauf verzichten. Kommen wir unten noch rein. Dann habe ich sinnlos anderthalb Stunden auf dem Sofa rumgelegen und mir TikToks und Instagram Reels angeguckt. Ne? Ganz produktiv. Und dann habe ich einen Schoko Brownie gegessen und mir einen Kaffee gemacht und gedacht, jetzt kann man auch mal wieder aufnehmen. Ah, ganz entspannter Sonntag. Freue ich mich richtig. Ich hatte überlegt, vielleicht nochmal ein leichtes Streamchen anzuschmeißen. Das steht noch für heute vielleicht auf dem Plan, das weiß ich noch nicht. Weil auf Twitch bin ich ja dafür bekannt, dass ich einmal im Jahr so für ein, zwei Wochen streame und dann wieder aufhöre. Kappa. Nee, eigentlich hat das immer sehr viel Spaß gemacht, das Streamen. Soll auch auf jeden Fall wieder weitergehen, aber... Ja, irgendwie konnte ich mich noch nicht dazu durchringen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das geht. Das Stream. Hab ich vielleicht verlernt. Was ist denn hier? Metallschrott. So. Haben wir denn jetzt Stoff gefunden eigentlich? Ja, haben wir. Das heißt, wir können eine Fahne bauen. Cool. Ich möchte trotzdem erst nochmal fertig looten. Können wir hier auch rein? Aber waren wir hier schon mal drin? Nee, können wir nicht. Hier waren wir schon und ich glaube, hier war auch so ein Tresor oder so, den wir platt gemacht haben. Es soll auch jetzt für Mitte Oktober war eigentlich angekündigt ein Update, ne? Irgendwas haben sie geschrieben. Also Anfang Oktober haben sie geschrieben, in den nächsten paar Wochen. Kann alles heißen, aber hoffen wir einfach mal, dass es heißt, dass es jetzt auch wirklich bald kommt. Wow, ich dachte, das wäre hier so ein Schiff, so eine Schiffantenne. So ein Mast ist es aber nicht. Alter, was ist das da für... Oh, was ist das da für eine Giga-Autobahn? Wo geht's denn da hin? Das sieht ja auch irre aus.
Das ist dieses Fragezeichen. Autobahnkreuz. Da sollten wir auf jeden Fall auch mal hinfahren. Was ist das da? Wahrscheinlich nichts, ne? Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Ich möchte trotzdem nochmal die andere Seite hier ablaufen, einfach um auch nochmal geguckt zu haben. Ja, und dann können wir die Fahne setzen. Nee, hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Setzen wir denn die Fahne da oben drauf? Hähnchen im Winde. Ich mag diese kleinen lila Büsche. Es hat irgendwie was. Ja, das sieht doch so aus, als müssten wir hier unsere Fahne hinsetzen. Ach, wir haben kein Holz. Das lässt sich zum Glück schnell ändern hier auf der Insel. Hier können wir auf jeden Fall schnell mal hin, wenn wir Holz brauchen. So, dann setzen wir die mal hier hin. Können wir denn hier die Farbe ändern? Halt. Nein! Vielleicht kommen wir auch hier später im Verlauf des Spiels nie wieder hin. Das könnte auch sein. Hä? Es geht aber nicht so gut. Oder liegt das hier an den Lichtverhältnissen? Farbe ändern! Ach nee, es ist hier in der Mitte, ne? Dieses kleine Fähnchen. Ah, ich dachte, die ganze Fahne ändert sich. Dann machen wir das mal. Das ist definitiv eine gute Holzlootinsel, oder? Machen wir die mal grün. Grün für grüne Tannennadel, Fichtenholz, Krams. Und hier ist Eisen. Juhu! War hier noch mehr Eisen? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Aber sehr schön, ist auf jeden Fall genug Eisen, um genug Eisen, um ist das ein Fehler? Kann man das nochmal ernten oder waren das zwei übereinander? Oder war das ein Fehler? Ne, jetzt ist es voll. Ah, zu fünft kann man das nur stacken, ne? Eisenerz. Eisenerz. Hallo Krebs. Oder Krabbe. Müssen wir mal gucken, ob hier hinten, da war glaube ich auch noch so ein Fels. Ja, für den besseren Speer brauchen wir das auf jeden Fall. Ah, guck mal, jetzt steht es da. Kleine Felseninsel, Sankenländer. Ah, weil wir sie eingenommen haben. 89%. Sie ist noch nicht komplett gelootet. Achso, weil es hier wahrscheinlich noch so Erdbeeren und sowas gibt. Ne? Das Holz zählt wahrscheinlich nicht dazu. Da ist noch Metall. Oder weil es noch Metall gibt. Das ist ja schön. Eigentlich könnten wir auch hier so einen kleinen Holzofen hinsetzen. Und immer wenn wir hier sind, ernten wir zuerst das Metall. Und dann ernten wir Holz. Und währenddessen hacken wir die ganze Zeit, braten wir die ganze Zeit das Eisen. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Taktik, oder? Also ich finde die ganz gut, die Taktik. Auf der anderen Seite ist eigentlich auch egal. Kann man das wieder zusammenpacken? Nee. Würmer brauche ich nicht. Nehme ich lieber das Eisenerz mit. So, wie viel Prozent haben wir jetzt? 89. Guck mal, hier ist auch noch was. Das ist eine richtig gute Insel hier. Das lohnt sich ja richtig. Oh, dass man Eisen nur zu 5 stecken kann, das ist... Ach, guck mal, hier ist noch Zitrus. Was können wir denn mal essen? Essen wir mal diese Rotalgen. Ich weiß, daraus kann man Medizin machen, aber Eisen ist auch Medizin für meine Seele. Oh, das ist in vielerlei Hinsicht sogar richtig. Weiß nicht, ob der ein oder andere oder die ein oder andere von euch fitnessbegeistert ist und ins Gym geht und das Eisen stemmt und der Kirche des Bizeps huldigt. Aber diejenigen wissen vielleicht, dass das Eisen auf jeden Fall auch Balsam für die Seele sein kann. Denn wie Voodoo schon einst sagte, wo der Psychiater nicht mehr hilft, helfen Überstunden im Gym. Wer kennt Voodoo? Ich esse das jetzt einfach auf. Ich weiß, es ist ein Verbrauch und ich weiß auch schon ganz genau, wer von euch jetzt gerade sich dreimal umgedreht hat, vor seinem Bildschirm gesagt hat, Mensch, Spoiler, das kannst du nicht machen, aber ich kann es doch machen, weil ich jetzt einfach das Eisen brauche.
und keine Lust hatte, zum Bötchen zu gehen und die Sachen wegzubringen. Ich glaube, wir haben jetzt alles an Eisen, ne? Wir müssen zurück und das schmelzen. Also Voodoo auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Künstler. Sehr, sehr bekannt für seine drei Lieder. Wirklich lyrische Meisterleistung. Das erste Lied heißt Gewicht. Das zweite Lied, also ich empfehle euch das wirklich, euch das mal anzuhören. Kann man viel von lernen. Das zweite Lied heißt Gewicht 2. Und ich glaube, jetzt haltet euch fest, ihr werdet es nicht glauben, aber das dritte Lied, das heißt tatsächlich Gewicht 3. Und das sind wirklich Perlen der deutschen Rap-Lyrik. Und das kann ich jedem nur ans Herz legen, sich das mal zur Gemüte zu führen. Aber während ihr das macht, dürfen wir nicht vergessen, dass wir hier auch eigentlich noch eine Mission hatten. Wir wollten dieses komische Autobahnkreuz noch erkunden. Müssen wir nochmal hinfahren. War das hier? Nee, das ist Fragezeichen. Das ist da dieses komische Teil. War das auf der anderen Seite? Das war das da, weiter weg, ne? Wollen wir das da nochmal schnell einnehmen? Oder wollen wir unseren Loot hier holen? Oder wollen wir das da nochmal einnehmen? Weil da haben wir noch die schlechtesten Waffen für, ne? Das hier können wir probieren, aber wir könnten auch sterben dabei. Ich sag, wie es ist. Wir fahren mal vorbei und gucken mal, ob die krasse Weapons haben. Sturmgeweihter Außenposten. Na, schießt ihr? Können nicht schießen, ne? Doch. Kommen ja auch nicht hoch. Hallo! Hallo! Yay! Oh. Den hat's aber zerfetzelt. Oh. Oh, oh, wir bluten. Treffen die mich? Ciao, Kakao. Oh, da unten ist auch einer mit, der ein bisschen rumschießt. Ach, je. So gut, dann wollen wir mal kurz gucken. Verband haben wir nicht, aber Antibiotika, ne? Das hilft. Ach, hilft gar nicht. Stopp haben wir auch. Also, wir müssen vielleicht hier drei. Ach, kommen immer noch hinterher. Sind die hartnäckig. Oh. Hat der das Boot kaputt gemacht? Du alter Kasperkacker. Das gibt's doch nicht. Köpfchen ins Wasser. Schwänzchen in die Höhe. Schwänzchen in die Höhe. La 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 la, der Bolle, der hat kein Boot mehr. So kann's laufen, Freunde. So kann's laufen. Geil, dass unser ganzer Loot jetzt vor allem auch weg ist. Machete brauche ich nicht. Was hat der da hinten noch? Ah. Ja, Wasser trinken wir mal. Zum Glück ist hier gerade kein Hai. Guck ich mal, was ich hier von diesem sinkenden Ding noch nehmen kann. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das, eigentlich alles, ne? Ah. Ach, so eine Kacke, ey. So eine stinke Kacke. Das Holz, das ist jetzt nicht so wichtig, ne? Oder ist irgendwas anderes unwichtiger? Steinelefant, 6 Schuss. Na, die können wir jetzt zusammenpacken, haben wir noch das Holz. Toll! Gut gemacht. Ja, jetzt müssen wir wirklich in die Volloffensive, oder? Ach, da sind auch Haie. Ich
Junge, der hat aber auch gut was einstecken können. So, jetzt haben wir ihn. Na gut, dann wird das halt jetzt hier ein erbitterter Wasserkampf. Wir müssen erstmal den mit der Wumme platt machen. Wo ist denn der? Da. Ja, ich bin hier stealth-mäßig unterwegs. Komm. Hä? Wo ist er? Da oben ist der andere. Ein bisschen so wie hier Gulag bei Warzone. Zumindest bin ich genauso schlecht. Was willst du denn da oben jetzt noch? Hm? So, final Schuss gesetzt. Erstmal eine Medizin schlucken hier. Ist immer noch Gefahr irgendwie, ne? Oh, das ist der Hai da unten. Da tümmelt sich hier noch einer rum. Alter Stinkepeter. Ja, das müssen wir alles noch nehmen, aber ich würde jetzt hier erstmal gern die Lage safen. Oh. Nur noch 25 Schuss. Oben ist auch noch einer. Mein lieber Mann. Oh Gott. Von wo schießt er denn? Jetzt haben wir's. Alter, war das hier eine Operation. Mein lieber Mann. Boah, erstmal eine Fahne setzen. Erstmal eine Fahne setzen auf den Schreck. Ja, gelb kann das bleiben. Sturmgeweihter. Sankenländer. Super. Ist jetzt also unsers. Wir sollten auch schon wieder zurück, weil wir schlafen müssen. Aber wir haben gar kein Boot mehr. Können wir denn ein Boot bauen? Paddelboot. Hier Holz und Stoff bräuchten wir. Ein Paddelboot können wir bauen, wenn wir 16 Komponenten finden würden. Oh, wir haben auch keine Fackel dabei, ne? Doch, hier. Ach, herrje. Die Looten hier macht irgendwie auch herzlichst wenig Sinn. Kriegen wir hier vielleicht Komponenten? Metallschrott? Ne. Was haben wir hier? Hier oben hätten wir unsere Fahne hinsetzen sollen. Was haben wir denn hier? Eieiei. Sieht gut aus. Diese Kiste müssen wir auf jeden Fall auch bestehen lassen, ne? Aber hier ist auch nichts drin, was wir brauchen. Wir könnten da hinschwimmen und unser Boot holen, was wir da ja noch haben, und dann zurück. Allerdings laufen wir da Gefahr, dass wir sterben, ne? Auf dem Weg, unser Loot verlieren. Ah, hier ist auch nichts Gescheites drin. Ah, doch, Holz. Holz kriegen wir doch hier durch. Und hier kriegen wir auch Stoff, glaube ich. Ich habe leider keine Range hier. Holz und Stoff, sehr gut. Oh, das ist doch hier. Ah, hier kann man draufkloppen. So. Fehlt aber immer noch Stoff. Wir brauchen noch Stoff für Seil. Ach je, hatten die Stoff dabei? Auch nicht, ne? Der andere ist schon despawned. Ah, es ist schade, aber ich kann es jetzt halt auch nicht ändern. Irgendwie da oben soll Licht, ne? Ja.
ist auch kein Stoff. Was haben wir hier? Boah, Pilzvogelsuppe, lecker. Was ist hier noch drin? Auch kein Stoff. Hier müsste Stoff drin sein. Ja, viel Stoff, das reicht halt leider nicht. Oh, hier ist ein Beet oder so. Wir bräuchten noch mindestens hier 7 Stoff, ne? Um, glaube ich, um 2 Seile noch zu machen. Oder Komponenten. Oder Komponenten. Hier sind auch keine Komponenten, ne? Ja, wenn wir es jetzt riskieren und darüber schwimmen. Es wird jetzt halt auch frostig, aber so weit ist es nicht, ne? Komm, wir probieren es. No risk, no fun. Wir haben ja auch Taucherflossen. Kälte, bleib in der Nähe eines Feuers. Nein. Wir schwimmen zu unserem Boot. Eigentlich müssten wir dann auch, wenn wir schon mal hier sind, unseren Loot noch holen oben. Auf der anderen Seite ist uns frostig kalt. Oh, kann es sein, dass wir gleich sterben vor Erfrierung? Nee, ne? Passiert nicht. Oder in Ohnmacht fallen oder so? Noch verlieren wir kein Leben. Aber es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Es wird immer kälter. Wir können gleich die Fackel wieder anmachen, wenn wir an Land sind. Ich sehe schon unser Bötchen. Kälte. Bleibt in der Nähe eines Feuers. Nö, es passiert nichts. Guck mal, wir verlieren noch nicht mal Ausdauer. Ah doch, ich habe eben das Schnellschwimmen noch nicht mehr gemacht. Uah, komm hoch hier. So, schnell die Fackel an. Das bringt nichts. Fackel bringt nichts. Ja gut, dann nichts wie ab jetzt hier. Nichts wie ab nach Hause. Ah, so erkennt man das jetzt. Aber wir haben bei unserer Main-Insel noch nichts. Ne? Unsere Main-Insel ist kleine Felseninsel. Da, Insel der Schiffsbrüche, leicht links. Da. Schade, dass die Fackel nichts bringt. Und jetzt verlieren wir auch Leben. Aber es ist nicht viel Leben, was wir verlieren. Das sollten wir auf jeden Fall nach Hause schaffen. Jetzt nimmt die Kälte doch ein bisschen ab. Vielleicht bringt es ja doch was, die Fackel. Ich weiß es nicht. Ja, ob das jetzt so klug war oder nicht, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall war es erfolgreich. Und ja, dass die das Boot angreifen, haben wir schon gedacht. Aber dass das so schnell ein Leben verliert, habe ich irgendwie nicht gedacht. Wissen wir jetzt. Sind wir jetzt auch wieder eine Nummer schlauer rausgegangen aus dieser Folge. Da hinten sehe ich doch schon vertraute Lichter unserer Base. Also da müssen wir wieder hin. Da haben wir noch ganz viel zu holen. Es gibt weiterhin noch viel zu entdecken. Da auch. Reparaturstation haben wir ja dabei. Hätten wir quasi uns gleich auch die Sachen flicken können. Aber ich möchte jetzt ehrlich gesagt lieber nach Hause abspeichern, dass das hier safe ist. Ein bisschen was hat es ja schon gebracht. Vor allem das ganze Eisen. Ne? Das können wir durch die Schmelze jagen. Und dann können wir uns viele tolle Sachen bauen. Ja, ja. Jetzt haben wir den Schlafrhythmus wieder ein bisschen verpempelt. Deswegen würde ich vielleicht sogar vorschlagen, dass ich jetzt die Nacht durchmache ohne euch. Ich mache die Nacht durch ohne euch, schmelze das Eisen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder durchgemachter Dinge. Was haltet ihr davon? Ist doch, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss. Ich glaube, das können wir so machen. Dann schmelze ich jetzt hier kurz das Eisen durch, ne, bis das alles durch ist, ist bestimmt auch wieder Tag und sage bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Gute Nacht.